Hallo und schönen guten Abend. Ja, heute wird es ein bisschen später. Heute öffne ich den 10. Ich hatte heute den ganzen Tag zu tun, aber lieber spät als nie. Ich öffne mit euch heute zuerst die 10 von meiner Nicole, weil man es schon sieht. Sie hat ein wunderschönes Herz. Ich denke mal geplottet. Moment. Ich denke mal geplottet. Das ist eine kleine süße Schachtel und wir sehen, da ist ein süßes Ferrero Rocher drin und sogar festgeklebt, okay. Ja, nicht kaputt gehen, so. Weil das stelle ich mir als Deko auf mein Regal und werde da, ich denke mal, Büroklemmerchen drin aufbewahren. Sehr, sehr süß. Vielen, vielen lieben Dank. Dann öffne ich hier die 10, weil da kann man schon erahnen, da ein Schiffchen und der Stift drin ist fürs Diamond Painting. Der hier ist vom Kanal Emi & Jo. Und ja, hier haben wir das obligatorische, wie auch immer, das Schiffchen, was immer dabei ist mit diesem Jelly-Wachszeug und diesem Stift. Man steckt ja diesen Stift an den Wachs an dem Stift und kann damit die Steinchen aufpicken. Und hier in diesem Schiffchen sind ja Rillen. Man macht sich die Steinchen rein, schüttelt so ein bisschen und dann liegen die Steinchen schön in diesen Rillen und kann die so ganz, ganz toll aufpicken. So ein Schiffchen habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe eins, was vorne offen ist. Sehr, sehr süß. Ich finde die Schiffchen ultra praktisch. Sehr, sehr süß. Ja, doch, finde ich wirklich süß. Also auch wenn ich das natürlich brauche, wenn es dazu gehört, aber ich finde das trotzdem süß. Und die Stifte verwende ich auch gern fürs Nail Art, weil man damit wirklich super Glitzersteinchen aufheben kann. So, und wir kommen jetzt hier zu 10 von Schnäppchenjägerin von Nicole. Und das Geschenkpapier ist ja total süß. Hier auch wieder so ein Filzengel und so ein Filzhandschuh. Das Geschenkpapier ist ja ultra niedlich. Ach ja, hier fummel ich mir natürlich erstmal wieder die Deko ab. Es ist viel zu schade, um das einfach nur als Deko zu verwenden und wegzuwerfen. Ja, ich denke, hier ist heute Papier drin, weil es einfach die Größe ist und weil es sich so ein bisschen anfasst nach Papier. Ja, das ist wirklich sehr schön, das Papier, aber ich reiße auf. Oh mein Gott, hier ist wieder EFKO-Zeug drin. Und zwar haben wir hier einmal Faltblätter farblich sortiert in 10 x 10 cm, 60 Gramm, also sehr, sehr dünn und 100 Blatt. Und ja, super. Auch in den allermöglichsten Farben. Gefällt mir. Tipptopp. Um da irgendeine Blume auszustanzen oder was ich ja auch toll finde, was ich aber jetzt noch nie gemacht habe, aber was ist das Einfachste der Welt, das Naheliegendste? Hier so kleine Minikarten. Also die normalen Karten sind ja, sagen wir mal, so ungefähr A6 groß. Also ich habe jetzt die genauen Maße, ich glaube 10, 5 mal 15 oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr kennt ja so normale Karten. Aber man könnte ja einfach nur so Mini-Kärtchen machen. Gibt es auch viel, also wie so Geschenkanhängerchen. Und dann kann man das natürlich auch als Mattung benutzen. Kann man aber auch so als Mattung benutzen. Oder man faltet sich wirklich mal was Origami-mäßiges. Also so Uni-Papiere gehen ja auch immer schön. Vielen, vielen Dank. Und hier haben wir 10,5 mal 15. Ja, das ist das normale Kartenformat. Hier haben wir Perlmutt Doppelkarten. Das sind ja einfach Aufklappkarten mit diesem wunderschönen Perlmuttschimmer. Sehr, sehr schön. Und hier vorne haben wir sofort richtig coole Ideen. Total einfach und wunderschön. Und hier haben wir eine Hochzeitskarte aus einem Doilieb, so ein Teeuntersetzerchen gefaltet als Kleid. Sehr cool. Sehr cool. Ja, fünf Doppelkarten, also fünf Kartenrohlinge haben wir. Wir haben fünf Einlegeblätter und fünf Umschläge da drin. Super cool. Und hier haben wir noch einen Block. Den Silky Roses, der ist schon alt. Den habe ich nämlich auch. Ich glaube sogar zwei, dreimal. Der ist mal vom Action und der ist wirklich alt. Da kommt man so nicht mehr dran und den blätter ich nur mal schnell durch. Ja, das hier fand ich sehr schön für Hochzeitskarten. Also die Kombi in diesem Päckchen,
heute, ist super, weil das kann man ja auch sofort für Hochzeitskarten verwenden oder auch für Valentinstag ist auch bald. Das finde ich war auch ein sehr, sehr schöner Blog. Den fand ich damals schon schön, den finde ich jetzt heute immer noch schön. Ja. Supi, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Sorry, dass es heute nur auch wieder mal so kurz war. Gestern war ja auch recht kurz. Ja, aber dann gibt es irgendwann mal wieder ein längeres Video. Ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.